Kollegen. Katja Hofmann ist eine Heldin meiner Jugend. Ich habe schon zu Schulzeiten ihre witzigen Geschichten auf YouTube gesehen. Aber sie ist nicht wegen der Geschichten Heldin meiner Jugend, sondern weil sie einfach jeden unter den Tisch dringen kann. Wirklich jeden. Mit ihren 1,58 ist auch schwer, über den Tisch zu kommen. Julian Heun ist das, was man allgemein als richtig geile Eule bezeichnet. Denn er hat Witz, Charme, Charisma und immer Bock auf noch einen Sekt auf Eis, Baby, Baby. Leonie Warnke ist die mit Abstand coolste Slammerin, die es gibt, meiner Meinung nach. Sie ist ein Vorbild für junge Menschen, dass man auch mit mittelmäßigen Texten und wenn man aussieht wie H.B. Baxter, Erfolg haben kann. David Friedrich ist der lebende Beweis dafür, dass man nur mit genug Slammerin schlafen muss, um auch erfolgreich zu bleiben. Was ihm am Talent fehlt, macht er durch Alkoholfestigkeit wieder wett. Und ich bin mir sicher, dass solange es Mädchen unter 20 gibt, David auch immer eine Fanbase haben wird. Ich grüße alle meine 19-jährigen Fans da draußen. Herzlich willkommen zur Lokalrunde Nummer 4. Und einen großen Applaus bitte für die fantastische Leonie Warnke. Und macht einen ebenso großen Applaus für meine Assistentin, David Friedrich. Es ist wie immer schweineheiß bei uns in der Poetry Slam TV Kneipe. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. In den letzten Wochen hatten wir schon tolle Battles. Heute haben wir ein Team-Battle und zwar nicht nur irgendeins. Leonies Team battelt mein Team. Das heißt, einmal haben wir auf der Seite von Leonie zusammen mit Katja Hofmann das Team MFG. Applaus bitte für das Team. Und ein Battle wäre erst ein Battle mit einem zweiten Team. Deswegen haben wir uns auch den Teampartner von David Friedrich, Julian Heun aus Berlin, eingeladen. Zusammen sind Sie das Team Heun und Söhne. Ein Applaus bitte! Genau, die Regeln bleiben trotzdem gleich. Selbstgeschriebene Texte, nur 5 Minuten Zeit. Auch Poetry Slam Teams sind ja gang und gäbe in der Slam-Geschichte. Das ist auch an uns nicht vorbeigegangen, dass wir das ausnutzen wollten. Wir haben aber wie immer nicht nur einen Poetry Slam heute, sondern ja, ein unfassbar gutes Publikum und eine unfassbar gute Jury, die heute im Publikum ist. Ansonsten sollen wir vielleicht einmal ganz kurz machen, weil vielleicht gibt es Leute, die erst zur 4. Folge eingeschaltet haben, warum auch immer, was die Lokalrunde eigentlich ist. Weil im Endeffekt ist es quasi ein Slam nur in der Kneipe. Das heißt, selbstgeschriebene Texte, es gibt ein Zeitlimit und keine Requisiten. Wir haben außerdem eine Jury, das heißt, ein Team, nämlich das bessere Team, wird am Ende gewinnen. Und außerdem, damit es aber eine Lokalrunde überhaupt erst wird, muss sie auch ausgeschenkt werden. Dafür brauchen wir aber Gläser. Die haben wir vorab ans Publikum hier verteilt und die dürfen dann gleich auf eins der beiden Teams gesetzt werden. Am Ende das Team, das gewinnt, schmeißt dann eine Runde Whisky. Ich finde das so toll, wie du das so schnell fehlerfrei sagen kannst. Ich habe das Konzept nämlich immer noch nicht verstanden. Ich bin eins Maschine. Du bist eine wahnsinnige Maschine. Also wir müssen das Publikum jetzt ein bisschen versuchen, davon zu überzeugen, wer heute gewinnt. Das ist richtig. Ich gehe mal zu Katja. Julian, willst du dich nicht einfach mal da drüben hinsetzen? Ja. Das ist ein bisschen so kontrahentenmäßig. Katja, das Publikum muss gleich entscheiden, wo es das Glas hinstellt. Warum glaubst du, dass die das Glas da drüben hinstellen und das Team Heun und Söhne gewinnt heute? Nee, das glaube ich nicht. Aber warum glaubst du, sind die einfach das bessere Team? Nee, also hier kommen die Gläser hin, weil wer was trinken möchte, stellt sein Glas auf jeden Fall hier hin. Okay. Und dann trinken wir schön. Ja, ich nehme das einfach wieder weg, es war sehr, sehr überzeugend. Also wir werden gewinnen. ich weiß nicht. Willst du vielleicht meinen Vater einfach interviewen? Okay, Julian, jetzt mal unter uns, ne? Okay. Warum hast du dich dem Pflegefall David Friedrich angenommen? Ich habe ihm versprochen, dass wir heute einen schönen Familienausflug machen und ich möchte, dass hier ist keiner im Raum uns das versaut, okay? Aber ihr werdet heute ja verlieren. Warum? Wir verlieren nicht. Ich glaube aber schon. Bist du dir sicher? Bist du sicher, dass du das ausgleichen kannst? David macht das alleine und ich stehe daneben und zwirbel ihm so ein bisschen in den Haaren rum, wie immer, das reicht. Wir sind so auch deutschsprachiger Meister geworden, hat immer gereicht. Und wir sind so auch deutschsprachiger Meister geworden, buh! Bra. Jetzt habt ihr wirklich sehr gut Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir vergessen einfach, was wir gerade gehört haben. Und ihr setzt einfach euer Glas auf die Seite, wo ihr glaubt, dass der Gewinner oder das Gewinnerteam steht. Kommt ruhig, traut euch ruhig und stellt euer Glas auf den Tisch. Wir sind gespannt, wo am Ende mehr Gläser stehen. Ich würde sagen, wir müssen noch herausfinden, welches Team anfangen soll. Wir machen das per Losfee. Genau. Eine Person, die besonders neutral
aussieht, guckt gerade extra weg. Das ist perfekt. Ich gebe dir jetzt einfach mal diese Tafel und du schreibst bitte eine Zahl von 1 bis 10 da drauf. Und unsere beiden anderen Teammitglieder müssen jetzt gleich eine Zahl raten und wer näher dran ist, darf entscheiden, wer beginnt. Hast du was da drauf geschrieben? Okay. Katja, eine Zahl, Katja, eine Zahl zwischen 1 und 10? 4. 4. Julian? 7. 7. Kannst du das merken? Es war die 8. Das heißt, höre ich deine Reaktion vom Publikum? Alter vor Schönheit. Julian, das heißt, wir dürfen entscheiden, wer anfängt. Ich würde mal sagen, die Mädels fangen an. Die Mädels, ja, Ladies first auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich setze mich einfach zu dir ganz gemütlich hin und ich bitte unser Publikum, jetzt einmal komplett auszurasten für die erste Performance für das Team MFG. Danke. Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein und wieder mal gegen euch gewinnen zu dürfen. Nice. Das ist sehr gut. Das ist mir immer eine Ehre. Macht immer sehr viel Spaß. Wir haben einen Text geschrieben, der, ja, das ist halt natürlich, das Thema ist Liebe, Frühling, obwohl jetzt Sommer ist, aber das haben wir gedacht, ist auch okay. Also alles, was so schön leidenschaftlich ist und vor allem, was viel mit uns zu tun hat. Ist also, ja, spricht euch aus dem Herzen und ist ein realer Text. Genau, es geht nicht um euch, weil ihr seid uns egal, es geht mehr um uns. Mein Text geht: Wir sind so diggity dope, wir haben diggity flow, wir sind die diggity hosts auf euren diggity shows. Wir sind jung und brutal, Punchlines faustdick, geh nicht viral, aber Cash reicht für Outfits. Eyeliner schmal und die Lippen sind taufrisch, sorgen für Aussehen, als wären wir Blaulicht. Was das hier ist? Nen Text für die Bitches. Host auf den Straßen mit Kleingeld fürs Business. Mamas mit Kopftuch, Mamas im Minirock. Mamas in Vollzeit und Mamas mit Minijob. Cruisende Mamas im Volvo mit Duftbaum. Mamas in Vorstädten, Lifestyle-Buchsbaum. Mamas mit Babys in Firmenvorständen. Mamas mit Waffeln bei Kinderwettkämpfen. Münchner Mamis bei glutenfreien Brunch. Ruhrpott-Mamis am Fußballfeldrand. Schieß doch und so was will mein Sohn sein. Der Tor ist da vorne, wie kann man noch so doof sein jetzt? Schieß doch! Entschuldigung, geht das auch leiser? Wie ob das wohl leiser geht? Ich glaube, dass ich mein Blach-Supporter dich in Scheiß angeht. Oh, wie was Safe Space? Es klatscht gleich im Safe Space. Komm mir von der Seite und wir beide haben hier Payday, Bitch. Ja, wir machen immer Stress, doch wir bleiben ganz entspannt, machen Yoga und Pilates mit einem Wein in jeder Hand. Denn ein Weinchen geht immer, die Schorle gekühlt, das Säckchen entkorkt und der Kaipi gerührt. Das ist für jede Studentin an iranischen Unis. Alle self-made women mit gestapelten Hunnis. Alle Drag Queens mit Lipgloss, Trap Queens und Hip-Hop. Twerkende Mädels mit Ärschen wie Hippos. Das geht raus an die Business Queens mit Ahnung von Vermarktung. An alle Ladies mit Jetlag durch Überseeberatung. An alle Influencerinnen, die sich treu geblieben sind. An die alleinerziehende Mutter, Hashtag Alltagsmanagerin. Ihr seid so diggity dope, ihr habt diggity flow. Ihr seid die diggity hosts auf euren diggity shows. Ihr seid nice und loyal. Im Biss von Fatal, Lippenstift Kirsch Royal, haben Scheine wie die Schweiz, 100k ganz normal. Katja, gib mir den gottverdammten Beat. Ich hab hier was gefunden zum Beat machen. Warte, Test. Test. Wer macht Business? Ladies machen Business. Ja, wir machen Business. Jeden Tag ist Christmas. Machen Money wie ein Big Fish. Stehen auf jeder Wishlist. Body curvilicious. Cause my body's too bootylicious for you, babe. Leo, can you handle this? Katja, can you handle this? Hamburg, can you handle this? I don't think we can handle this! Wer macht Business? Ladies machen Business. Wer macht Business? Ladies machen Business! Machen Money wie ein Big Fish. Stehen auf jeder Wishlist. Body Curvilicious. Frauen auf der Straße und Frauen mit Transparenz. Frauen, die nicht müde werden mit dem richtigen Argument. Frauen, die kämpfen für einen fairen, gleichen Lohn. Ob Pilotin, Schreinerin und in anderen Positionen. Ob Cis oder Trans, ob Pussy oder Schwanz, scheißegal, wer du bist. Wir sind Schwestern, gottverdammt. Mir egal, woher du kommst und egal, woran du glaubst. Ey, ich stehe mit dir gemeinsam und wir heben unsere Faust. Denn ich habe viel zu sagen und ich habe keine Zeit. Das hier ist kein Trend, keine Mode und kein Hype. Nein, ich bin nicht unter Vögeln. Und ich bin auch nicht hysterisch. Aber wer ich unter Vögeln, Boys, ficke ich euch eh nicht. Denn jeder meiner Dildos fickt mich besser als dein Penis. Jeder meiner Dildos fickt mich besser als dein Penis. What? Wer macht Business?
Gib mir deine Kohle und verschicke keine Dickpics. Haben Cash, 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 so wie Rich Kids. Stehen auf jeder Wishlist, smart and ambitious. Denn ihr seid so diggity dope, ihr habt diggity flow, ihr seid die diggity hosts auf euren diggity shows. Who run the world? Damn right. Show 'em, girls. Yeah, sehr nice. MF, MF, MFG, allerbestes Team. Mit freundlichen Grüßen aus Halle und Berlins Girls. Dankeschön. So, die Jungs wischen sich schon den Angstschweiß von der Stirn. Team Normale Zerflexung hat vorgelegt. Wir sind gespannt, was Heun und Söhne dagegen setzt. Ein großer Applaus für das Team Heun und Söhne, bitte! Alter, ja, ich dachte nicht, dass man noch mehr schwitzen kann, aber ja, vielen Dank erstmal dafür. Thank you. Also, auch... Also ich habe mich tatsächlich sehr angesprochen gefühlt. Nicht nur an der Penisstelle. Wir haben auch was gemacht. Dummerweise haben wir versucht, uns an das Thema zu halten, so battlemäßig. Aber ja. Ist uns schwer gefallen ein bisschen. Ja. Weil wir würden euch wirklich sehr, sehr gerne beleidigen. So doll, dass ihr euch dann im Weiteren nicht einmal mehr richtig verteidigen könnt. Doch es zieht uns zu sehr zu euch beiden. Stimmt. Wir würden euch so gerne runtermachen. Doch, da fallen uns jederzeit 100 Sachen ein, die uns euch bewundern lassen. Ihr seid fly wie fliegende Untertassen. Cooler Vergleich, Julian. Ja. Ja, sehr cool. Und ihr seid süß. Ihr seid so süß wie sehr süße Hunderassen. Sehr süße Hunderassen sind wirklich, die sind wirklich süß. Ja, oder Hundertschaften von süßen Hunderassen, die aber auch gleichzeitig elegant sind und selbstbestimmt und was zu sagen haben, die auch so einen Kleidungsstil haben wie ihr, der irgendwie so ein bisschen drüber ist und einen leicht verwirrt, aber dann merkt man, dass es eine angenehme Art der Verwirrung ist, dass man selber eigentlich gar keine Ahnung von Mode hat, ich meine ganz im Ernst, dass wir selber keine süßen Hunderassen rind, ja, sondern eher so eine, weiß ich, zwei Straßenköter, die irgendjemand mit Uhu und Streuselkuchen zusammengeklebt hat, ich meine, die selber überhaupt nichts tragen, was man überhaupt Kleidung nennen könnte, ich meine, im Gegensatz zu eurer Kleidung, die uns beibringt, über uns selber nachzudenken, über unser Leben und darüber, dass eure Kleidung vielleicht Kunst ist und dass wir unseren Hundemüttern mal sagen sollten, dass sie uns morgen auch mal was Cooles rauslegen. Und wenn ihr sagt, dass ihr die Tollsten seid, dann stehen wir nickend daneben. Wir stehen da im vollsten Neid und blicken so sichtlich verlegen auf euch strahlende Krone des Swags, den wir lieben. Wir würden euch so gern im Battle besiegen. Doch wären heute lieber im Bette geblieben. So bleibt uns ja nichts außer dreckig verlieren. Und unnützes Verlieren. Und unglückliches Verlieben. Verlieben. Euer Text, der über Groupies, ja, der ist wunderbar. Doch über weite Zeilen. Leider undankbar. Dass ihr gerne Groupies hättet, sagt ihr da drin. Leo, mach mal deine scheiß Augen auf. Katja, guck mal hin. Sind wir doch. Hallo. Hallo. Mach doch einfach mal die Augen auf. Oder vielleicht die Tür, denn vor der Tür steht David, beziehungsweise ja. er kniet irgendwie und er kratzt irgendwie an der Tür und übt verbissen die Worte, die er Leo gerne zuflüstern würde. Aber er traut sich natürlich nicht, die zu sagen. Und dann klopft er wieder an meinem Hotelzimmer und fragt, ob der Text so okay ist. Und als er dann die Tür aufmacht, steht da seine Hundemutter. Julian! Entschuldigung, es steht hier. Es ist mir egal, ob es da steht. Wenn ich die Tür des Hotelzimmers aufmache, stehst dann du da und übst gerade die Entschuldigung dafür, dass du schon wieder freche Dinge über meine Familie im Internet gesagt hast. Entschuldigung, David, du bist der Coolste. Mein es auch. Okay. Entschuldigung, David, du bist der Coolste. Ich respektiere deine Familie und küsse deinen Onkel. Hör auf, meinen Onkel. Wirklich, er mag es nicht. Auf der letzten Familie, es war sehr beunruhigend. Es ist dein Bruder. Okay? Hör einfach auf damit. Du hast es. Wir haben kein Foto, auf dem du es nicht machst. Es geht um den Text da. Ja, ich weiß. Einmal hier. Also, pass auf, es geht um was. Leo? Wer von euch beiden ist immer? Ich komm immer. Katja? Mach die Tür nicht auf. Mach die Tür nicht auf. Wenn wir vor der Tür stehen, macht sie nicht auf. Sie egal, auf was, wir, auf was wir sagen würden, es wäre überhaupt nicht gut genug. Nee. Wirklich. Wirklich, wirklich. Vor allem, wenn David das laut über Leo sagen würde, was er gerne sagen würde. Das wäre mega unfreundlich. Vor allem, ihr müsst ja auch noch die Sendung zusammen moderieren danach und also das, was Leonie
moderieren nennt. David? David? Wow, das war, Entschuldigung, nein. Sorry, du hast sie gebattelt in Battle Rap. Nicht battlen. Entschuldigung, ich habe mich wieder gefangen. Okay. Wir würden euch sehr gerne totschwärmen. Über alle jemals erträgliche Maße. Und würden im gleichen Ton rot werden. Beziehungsweise nur ich, Julian, ist ja schon rot an der Nase. Ihr müsst wissen, mein Sohn ist nicht wie die anderen Kinder. Er schreibt Slam-Texte über Chiasamenesser und Mandelmilchtrinker. Hallo? Ja. Trainiert ausschließlich seine Arme, zeigt die Arme. Toll. Und interessiert sich nur für Frauen. Er hat sich in der 6. Klasse schon mit Jimmy Blue Ochsenknecht gehauen. True Story, ja. Ich bin stolz. Er braucht sehr viel Aufmerksamkeit. True Story. Doch er zahlt es auch zurück. Mit Liebe, Loyalität und Haaren auf dem Rücken. Die habe ich von dir geerbt, mein Vater. Wo wir schon beim Thema sind. Ich meine, das ist Heun und Sulne. Ja? Das ist Traditionsfamilie. Ihr sippt Whisky auf Eis wie nur Ovo Maltine. Ja? Da bin ich sehr stolz drauf auf den Reim. Wenn ich euch mit diesem Text nicht zu Staub zerfetz, schwöre, dann streicht er mir mein Taschengeld und es gibt Hausarrest. Sohn, es riecht. Es riecht nach Hausarrest. Es riecht nach Hausarrest. Es riecht eher. Ich meine, wir können den Text noch nicht mal richtig auswendig. Wir verstecken uns hier hinter unseren Textblättern wie zwei kleine feige Boys. Die noch grün hinter den Ohren. Und finden, dass Mädchens voll doof sind. Und auch zickig manchmal. Ja, aber in Wirklichkeit? Wollen wir auf diesem Wege etwas loswerden? Wir schauen zu euch auf. Bestaunen euch auch. Und glauben es kaum. Was seid ihr für traumhafte Frauen? Ja! Was wir nur sagen wollten, wir sind eure Fans. Und dass wir uns wirklich doll freuen. Dass euch damit endlich irgendjemand kennt. Sohn. Heun. Umarmen wir uns jetzt. Böse. Bra. 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 Ein Schwimmbad der Liebe, in dem wir hier gerade schwimmen. Die beiden Bademeister, das gucken wir uns nachher im Backstage noch mal genauer an. Die beiden Bademeister sind durchgeschwitzt und bereit. Jetzt geht es quasi an die Jury zu entscheiden, welches Team euch hier mehr gefallen hat. Ich habe so das Gefühl, dass ich, also ihr kriegt diese Tafeln, ihr schreibt da, es fängt mit H an und hört mit Söhne auf. Und ihr schreibt das einfach auf die Tafeln und dann werden wir sehen, wie viele Leute hier dahinter euch eine Tafel und dann schreibt ihr entweder MFG oder Heun und Söhne drauf. Ich würde das drauf schreiben, was kürzer ist, aber kann man ja selber entscheiden. Ja, ihr könnt auch H und S schreiben, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sehen wir, welches Team eine Geule-Runde Talamadu ausschenken darf. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns an, welches Team die vierte Lokalrunde für sich entscheiden konnte. Auf 3, 2, 1, umdrehen bitte. Das Team MFG! Oh mein Gott! Ja. Das heißt, Leonie, bitte öffne den Whisky. Eine Lokalrunde für alle. Glocke! Eine Lokalrunde. Ihr könnt nach vorne kommen und eure Gläser holen. Diese Runde ging an das Team MFG. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wieder Freitag 18 Uhr auf Podris MTV mit der nächsten Folge Dislike. Dann mit Theresa Reichel und Christian Ritter. Wird eine fantastische Folge. Ich moderiere sie auch. Das habe ich mir jetzt verdient, nachdem ich gegen dich verloren habe. Genau. Und ich würde sagen, wir zwei gehen jetzt im Backstage bumsen. Gut. Das finde ich. Ja. Komm jetzt. Ja, okay. Während ihr alle. Ja, ich komme. Trink ein bisschen Mut an, das brauchst du. Kommt, holt euch eure Getränke. Applaus für Team MFG. Thank you.